Herr Dr. Gmünder, welches Ziel verfolgt das Ökosystem für das personalisierte Diabetesmanagement von Roche? Wir gehen vom Gedanken aus, dass die Krankheit Diabetes als chronische Krankheit eine wirklich auch komplexe Aufgabe für den Patienten darstellt. Es braucht also Input, es braucht Hilfe von verschiedenen Partnern. Keine Firma, kein einzelner Healthcare Professional, kein einzelner Doktor kann alles abdecken, was notwendig ist. Wir gehen davon aus, dass es die Zusammenarbeit von verschiedenen Partnern braucht, um ein optimales Resultat zu erreichen. Aus diesem Grund wollen wir ein Ökosystem schaffen, bei dem alle diese Partner in der Lage sind, ihren Teil dazu einzubringen, um den Patienten ein optimales Diabetesmanagement zu erlauben. Welche Beteiligten als Beispiele sind derzeit vertreten? In unserem eigenen Ökosystem haben wir im Moment unsere eigenen Produkte. Dann haben wir die Möglichkeit, Drittparteien über Verträge einzubinden. Also beispielsweise, was Blutzuckermessgeräte anbelangt, sind wir mit eigentlich allen Wettbewerbern in Kontakt und die können ihre Daten bei uns eben auch einbinden. Wir haben eine Kollaboration mit Novo Nordisk. Das wird uns dann erlauben, deren Connected Pens, die Smart Pens, einzubinden. Und wir haben einen Vertrag mit der Firma Senseonics, deren Sensoren wir in Europa und in Asien vertreiben, um eben auch die Daten von Senseonics, vom Eversense-Sensor, in unser Ökosystem einzubinden. Daten, also Patientendaten, spielen ja eine zentrale Rolle bei Ihnen. Wie wichtig ist dabei Interoperabilität? Das ist ein zentraler Punkt. Also Patientendaten sind sehr, sehr zentral, wie Sie richtig sagen. Das ist das, was letztendlich auch die Individualisierung zulässt. Und in diesem Sinn ist es sehr, sehr wichtig, dass die einzelnen Technologien interoperabel sind. Also dass wir für einen bestimmten Patienten von verschiedenen Herstellern oder wenn ein bestimmter Patient von verschiedenen Herstellern Produkte verwendet, dass wir eben diese Daten integrieren können. Welche Erfolge möchten Sie durch dieses Ökosystem erzielen? Wir möchten es für den Patienten sehr einfach machen, verschiedene Quellen von Daten zu integrieren, damit aus seiner Sicht eine runde Geschichte entsteht, also nicht, dass er von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen Interfaces Informationen reinholen muss und die dann selber zusammenkleben muss, zusammenfassen muss, sondern dass es für den Patienten wie aus einer Hand aussieht, sodass er wirklich sehr schnell, sehr intuitiv auch die Daten kombinieren und daraus eine Handlungsanweisung, einen Rat abholen kann. Und die Vorteile für Leistungserbringer und Kostenträger? Für die Leistungserbringer und die Kostenträger steht der Vorteil im Raum, dass damit bessere Resultate generiert werden können. Also eine effizientere Verwendung der Hilfsmittel, die sie bezahlen, der Medikamente, die sie bezahlen und damit auch ein Patientenerfolg durch tiefere Kosten erzielt werden kann. Gibt es denn bereits Evidenz für diese Erfolge? Also wir haben zum einen einmal mit unserer Integrated Personalized Diabetes Management Studie, der Pro-Value-Studie, bewiesen, dass das Konzept funktioniert. Wir können klinisch relevante Verbesserungen im HbA1c erreichen durch die Integration und durch diesen kontinuierlichen Feedback-Loop. Weitere Daten werden im Moment auch generiert, die zeigen sollen, dass ein Patient, der in diesem Ökosystem behandelt wird, der dieses Ökosystem nutzt, definitiv weniger kostet für die Krankenkassen und die Kostenträger. Welche weiteren Entwicklungen planen Sie? Wir planen, unser Ökosystem weiter auszubauen und zusätzliche Produkte, zusätzliche Technologien einzubinden. Das ist auf der einen Seite, auf der Datengenerierungsseite der Fall und auf der anderen Seite wollen wir mit diesen Daten auch mehr Insights generieren. Wir wollen diese Daten sinnvoll nutzen. Wir wollen also an Algorithmen arbeiten, die auch eine Vorhersage erlauben, die einem Patienten beispielsweise erlauben, seinen Tag besser zu planen oder auch die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen vorherzusehen, damit man entsprechend behandlerisch eingreifen kann.